Lerne anzunehmen. Manchmal bekomme ich Geschenke von armen Menschen. Ich schäme mich dann und bitte sie, dies nicht mehr zu tun. Vor vielen Jahren kam ein Reisender in eine kleine Stadt. Damals war es Brauch, jedem die Türe zu öffnen, der, wie man es nannte, als Gottes Gast kam. Wenn jemand an deine Tür klopfte und sagte, ich bin Gottes Gast, hattest du ihm Essen und einen Platz zum Schlafen zu geben. Der Reisende traf auf eine Gruppe von Stadtbewohnern und fragte, gibt es in diesem Ort wohl eine gütige Person, die Platz hat, mich für eine Nacht aufzunehmen? Die Städter sagten, nun ja, es gibt da jemanden, der Gäste in der Tat willkommen heißt. Wir müssen dich allerdings warnen, denn er hat eine seltsame Angewohnheit. Am Morgen, wenn du fortgehst, wird er dich verprügeln. Ich will die Nacht nicht hungrig auf der Straße zubringen. Ich werde gehen und annehmen, was auf mich zukommt. Und wenn ich verprügelt werde, dann ist es auch okay. Der Reisende klopfte an die Tür und ein sehr liebenswürdiger Mann öffnete. Ich bin Gottes Gast. Oh bitte, tritt ein. Er bot dem Reisenden den besten Platz an. Ja, danke. Darf ich dir ein Kissen in den Rücken legen, damit es dir bequemer ist? Ja, danke. Hast du Hunger? Ja, danke. Der Gastgeber trug ein köstliches Mahl auf. Wünschst du noch mehr? Ja, danke. Kaffee? Der Reisende. Ja, danke. Darf ich dir dein Bett zurechtmachen? Ja, danke. Der Gastgeber machte ein wunderbar weiches Bett zurecht und legte eine Daunendecke oben auf. Möchtest du einen Schluck Wasser, bevor du schlafen gehst? Ja, danke. Am Morgen war der Gastgeber schon früh auf. Und er fragte, möchtest du etwas frühstücken? Der Reisende antwortete wieder mit, ja, danke. Der Gastgeber servierte ein wundervolles Frühstück. Nach dem Frühstück sagte der Reisende voller Angst, ich würde jetzt gerne aufbrechen. Der Gastgeber erwiderte freundlich, ja, du scheinst nicht viel Geld zu haben. Würdest du mir erlauben, dir etwas Geld zu geben? Ja, danke. Der Gastgeber gab ihm ein Goldstück. Bei sich dachte der Reisende, was für eine Tracht Prügel ich nach all dem wohl bekomme. Sein Gastgeber brachte ihn zur Tür und sagte, möge Gott dich begleiten, auf Wiedersehen. Erstaunt sagte der Reisende, wie bitte? Entschuldige, aber über dich geht ein furchtbares Gerücht um. Sie sagten, dass du deine Gäste gut bewirtest, am nächsten Morgen jedoch verprügelst. Was sie sagen, stimmt. Aber mich hast du nicht so behandelt. Nein, du bist anders. Meine übrigen Gäste machen mir viel mehr Schwierigkeiten. Wenn ich ihnen den besten Platz in meinem Haus anbiete, sagen sie, oh nein, vielen Dank. Wenn ich ihnen Kaffee anbiete, antworten sie, ich weiß nicht recht. Ich will dir keine Umstände machen. Ich lade sie zum Abendessen ein und sie sagen, nein, das macht zu viel Arbeit. Solche Leute verprügle ich am nächsten Morgen ganz gewiss. Das ist deine Aufgabe. Lerne anzunehmen, aber erwarte nichts oder verlange etwas.